Afrikanische Steppelelefanten sind die größte Elefantenart mit 4 bis 4 Meter Schulterhöhe und 6 Zähne. Damit sind sie nicht nur die größten Elefanten, sondern auch die größten Landtiere. Ein weiterer Unterschied zwischen afrikanischer und asiatischer Elefanten ist der Rücken. Während afrikanische Elefanten eher einen Sattelrücken haben, also ist in der Mitte am tiefsten, haben asiatische Elefanten einen abfallenden Rücken, der ganz vorne am höchsten ist und dann abfällt. Aber nicht nur das ist ein Unterschied, sondern auch die Stoßzähne. Während bei den afrikanischen Elefanten Männchen und Weibchen Stoßzähne haben, haben bei den asiatischen Elefanten nur die Männchen Stoßzähne. Ein weiterer Unterschied ist der typische Rüssel. Wie man hier gesehen hat, haben afrikanische Elefanten 2 Finger an dem Rüssel, also 2 Rüsselspitzen, mit denen sie Sachen greifen können. Asiatische Elefanten haben jedoch nur einen. Die Ohren der Elefanten werden vor allem auch als Kühlung benutzt, da Elefanten nicht schwitzen können und die Haut an den Ohren viel dünner ist und sehr viel Blut bis zu 10 Liter pro Minute durchfließt. Das wohl auffälligste Merkmal der Elefanten ist der Rüssel. Dieser wird als Werkzeug benutzt. Heute findet, glaube ich, der sogenannte Trunkwash statt. Das ist eine tierärztliche Untersuchung normalerweise, bei der man sie auf gewisse Krankheiten untersuchen kann, indem sie das Rüssel mit Wasser füllen und dieses dann in ein Rohr spucken. Das Training dient auch tierpflegerischen und tierärztlichen Maßnahmen. So werden die Tiere hier ziemlich gewaschen. Aber auch Verletzungen kontrolliert. Blut wird zum Beispiel auch bei den Ohren abgenommen. Mit den Elefanten. Das ist jetzt nicht, weil Elefanten so sind, werden, aber sie sind ja doch schwer und können auch in der Umwelt. Das sind einfach nur. In den Rüssel der Elefanten passen bis zu 10 Liter. Und ein Rüssel ist bis zu 80 Kilo schwer und besteht aus 40.000 einzelnen Muskeln. Elefanten benutzen ihren Rüssel zur Nahrungsaufnahme und zur Wasseraufnahme. Jedoch trinken sie jetzt nicht direkt durch den Rüssel, sondern nehmen das Wasser in den Rüssel auf und spritzen sich dann selber das Wasser wieder im Mund. Auch eben zur Nahrungsaufnahme ist der Rüssel sehr praktisch da, die Elefanten ihren Kopf nicht wirklich durch den Boden bewegen können. Die
Stoßzähne sind natürlich auch zur Verteidigung da, jedoch sehen Sie auch, dass bei uns im Zoo die ganzen Bäume, die Sie hier drin sehen, oder die Holzstämme keine Rinde mehr haben. Die Tiere benutzen ihre Stoßzähne, um die Rinde von den Bäumen zu bekommen und essen diese dann. Hier jetzt sehen wir das sogenannte Target-Training. Dabei dienen diese Stäbe als Verlängerung der Arme. Es wird natürlich nur positiv bestärkt. Wenn ein Tier etwas ignoriert oder falsch ausübt, gibt es keine Bestrafung natürlich. Es wird einfach ignoriert. Also wird auch mit unserem Männchen trainiert. Im tiergartischen Grund haben wir einen Bull und vier Weibchen. In der Wildbahn leben über 20 Weibchen in Familienverbänden und Elefantenbullen sind eher Einzelgänger. Im tiergartischen Grund akzeptieren die Weibchen jedoch unseren Bullen und so können sie gemeinsam. Aber die Haut ist trotzdem sehr empfindlich. Auch die vielen Falten dienen der Oberflächenvergrößerung, um sich besser abkühlen zu können. Das Wasser ist jedoch für Tiere auch eine Belohnung, da es Thank you.
Thank you.
ואז הוא לוקח עם החדק ושם בפה. אוכל! אני מתנדנש. תראה, תראה איזה ענקיות.